mit dem wir herumlaufen, ist eigentlich jetzt schon lebensunfähig, ohne das Feld. Wenn wir Lebensprozesse verstehen wollen, wenn wir Heilungsprozesse verstehen wollen, wenn wir verstehen wollen, was Krankheit ist, kommen wir um dieses Wissen nicht herum. Es ist eine ganz andere Wirklichkeitsdimension, wo Beziehung alles und alles Beziehung ist. Und das ist genau das, was wir denken lernen müssen, ohne dass es uns schummrig wird. Gott würfelt nicht. Mit diesem Spruch wehrte sich Einstein gegen die Wahrscheinlichkeitsinterpretation in der Quantenphysik. Wenn etwas auf der physikalischen, materiellen Ebene keine Ursache hat, sogar keine Ursache haben darf, denn die Quantenphysik schließt ja sogar eine Ursache auf dieser Ebene aus, muss diese Ursache auf einer anderen, bisher als nicht physikalisch betrachteten Ebene liegen. Phänomene in unserer Realität auf, die sich im Rahmen anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht oder nur teilweise erklären lassen. Bewegt die Streichhölzer angeblich durch übersinnliche Kräfte. Manche werden daher schnell als vermeintliche Taschenspielertricks enttarnt. Wenn dies nicht funktioniert, werden sie als Zufall abgetan oder einfach ignoriert. Doch vor allem im Bereich der Medizin könnte eine ernsthafte Untersuchung einzelner Phänomene alsbald so manches Paradigma erschüttern. Und verblüffte Ärzteschaft hoffte, ihn und seine Tricks entlarven zu können. Denn dort, wo die Schulwissenschaft an ihre Grenzen stößt, werden immer neue Indizien für ein korrigiertes Weltbild zutage gefördert. Ein Weltbild, in dem der Geist über die Materie herrscht und Bewusstsein mehr ist als ein biochemischer Vorgang im Gehirn. Diese Idee ist Grundlage für Techniken und Verfahren, wie sie schon heute in der sogenannten Komplementärmedizin zum Einsatz kommen. Universitäre Lehre und klassische Schulmedizin stehen dem skeptisch gegenüber und verweigern die Anerkennung. So kommen nur wenige Menschen überhaupt mit den neuen Methoden in Berührung. Grund genug, sich eines der spannendsten, aber eben auch am wenigsten verstandenen Verfahren genauer anzuschauen. Die Radionik.